herzlich willkommen zur neuen Folge Odyssey. Wir haben uns ja hier nochmal reingewagt. Bin hier zwar reingesprungen, aber jetzt geht's weiter. Irgendwas knetert hier nämlich noch im Hintergrund. Vielleicht sollte ich mal meinen. Das ist doch ganz in der Nähe. Wo soll denn das sein? Ach, du bist das. Sumpfrattinger. Da sind ja noch mehr Sumpfratten. Ah, verstehe. Okay. Und da hinten ist noch eine Wespe. Noch mehrere sogar. Oh, eine Lust. Okay. Und eine Blutfliege, aber die dürfte nichts verspritzen. Ja, okay. Auch gewonnen. Ah, hier war das. Oder auch nicht. Eine Pflanze. Na, wo bist du denn? Da bist du. Und eine Blutfliege, auch kaputt. Da hinten bewegt sich noch was. Erstmal gucken, wo wir überhaupt sind. Ah ja, Ah, wir benähern uns einer Plattform. Sehr, sehr, sehr gut. Mal speichern. Mal weiter gucken. Was können wir noch? Ist die Blutfliege noch zu retten? Da ist noch eine Sumpfgasdrohne und hier ist noch eine Sumpfgasdrohne. Und gucken wir mal. Irgendwo muss doch hier was sein. Aha, da ist die Sumpfgasdrohne. Los. Na, triff doch mal. Ah, okay. Ich finde, die sehen aus wie die richtig vollgesogene fette Zecken. Fliegende fette Zecken. Ah ja, richtig. Sumpfhai, Goblin-Häuptling. Oh, wo ist jetzt meine Orientierung? Ich will zur Plattform. Die ist genau hinter mir. Die ist hier. Die ist hier. Okay. Oh, gleich zwei von der Sorte. Okay. Weg. Nochmal speichern. Plattform. Gucken, wo es ist. Ah, da ist er. Okay, ist hier was in der Nähe? Da ist ein Feuerchen. Oh, ein Feuerchen. Aber erstmal kümmern wir uns mal um die Waldbeere. Nein, um die Plattform. Und wenn eine Plattform hier ist, dann ist hier auch bestimmt eine Feuernessel. Nein, ich meine den Sockel. Mit Feldknöterich und Mana-Extrakt. Und noch ein Sockel. Ui, jetzt ist alles blau erleuchtet. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Und diese Plattform werden wir jetzt mal betreten, um zu gucken. Quest, die Kraft der Fokussteine. Ja, ist klar, jetzt sind wir wieder hier. Und gucken uns nochmal die Quest der Fokussteine an. Die Quest der Fokussteine. So, hier ganz oben. Die Kraft der Teleportsteine im Sumpf südlich vom Banditenlager. Südlich vom Banditenlager habe ich einen Teleportstein aktiviert. Das ist jetzt wohl der letzte. Okay, ich wollte nochmal eine Runde pennen, damit wir alle mal ein bisschen bei Tageslicht was sehen können. Die letzte Folge war ja auch schon ziemlich dunkel. Muss man meine Aussprache mal ein bisschen verdeutlichen. Denn hier ist nämlich ein Bettchen. So, bam, bam. So, und dann machen wir wieder hier bis Sonnenaufgang. Ah, endlich mal wieder. Was machen? Ja, okay, wir müssen wieder einrennen. Endlich mal wieder Sonne. Ah, tut das gut. Und dann gehen wir zurück zum Sumpf. Mal gucken, welches Pörtchen das ist. Ist es das? Hallo? Hä? Zum Teleport? Hä? Zum Sumpf. Okay, das war der. Hier fehlt mir noch einer. Okay. Es sind 1, 2, 3, 4. Moment. Wie viele sind es jetzt insgesamt? Ich dachte immer, es wären 5. Es sind doch 5. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Sumpf. Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder gelandet. Und die haben ein bisschen besseren Überblick. Oh, ein Glück. Ja, dann gucken wir uns mal weiter um. Da gab es nämlich ein Feuerchen irgendwo da hinten. Und Sumpfhaie.
Sumpfheichens, wie zum Beispiel der dort. Herrlich. Gucken wir mal. Vielleicht kriege ich eine ja. Man weiß es nicht, ne? Na komm her. Der steckt nicht so viel ein. Das ist ja was bekloppt ist jetzt aber auch. Okay. Dann muss ich das mal hier versuchen mit Serienschlägen zu machen. Mit kurzen, kräftigen Hieben. Okay. Ja, also, dann nur 380. Haut eine Sumpfheiß und Zähne eine Sumpfheiß. So, warum brennt da ein Feuerchen? Gucken, hier sind bestimmt noch mehr Sumpfheier. Wieso kann ich hier nicht draufklettern? Wird hier durch den Sumpf oder was? Ja, okay, hier gibt's nichts. Hier gibt es jede Menge an Pilzen. Dunkelpilzen, gut für Mana. Aber ich hatte ja schon Mana. Trank der Geschwindigkeit. Feuernessel. Dunkelpilze. Dunkelpilz. Ach so, deswegen. Deswegen. Gobo-Lager mit Elite-Kriegern. Und Kriegern. Ich hab sie gekriegt, die Krieger. Okay. Da ist nicht zu holen. Oh, ist die Geschwertchen. Noch eins. Noch ein Gobbo-Häuptling. Und nicht noch ein plündern. Krieger, der nichts mit sich führt. Okidoki. Dann schauen wir nochmal hier so am Rande des Flussufers. Wenn es ein Fluss ist, oder ist das ein, mehr so ein Sumpfsee? Oh, das ist wieder ein... Das hört sich an nach einem Sumpfhai. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie eine Truhe öffnen müssen. Die müssen wir öffnen. Ach du liebes bisschen, hoffentlich ist das nicht so eine lange Kombo. Ach, okay. Ja, Mana-Elixier, Schwefel. Schade, ich hätte Schwefel in mir in Gelb vorgestellt. Weil da sieht nämlich auch so ähnlich aus wie Salz. Pfeffer und Salz, Gott erhalts. So, da ist jetzt der andere Sumpfhai. Gehen wir mal von der Seite lang, wo wir noch nicht lang waren. Aber hier gibt es noch ein Gässchen mit Waldbärchen. Boah, da bin ich noch nicht. Oh, noch ein großer Feuerball. Ah, shit. Oh. Sumpfgastrone, was war denn das? Zäher? Wie war's zäher? Zäher Sumpfgolem. Ach so. Ah, shit. Zäher Sumpfgolem. Na, solange er da noch bleibt, der zähe Sumpfgolem, oh, hab ich ja nichts zu befürchten. Und dann noch ein Sumpfhai. Ja, ja. Aber hier haben wir noch eine Kruhe, eine Truhe. Und was noch? Essenz der Heilung und Krallen. Und, was war noch? Ein Goldbrocken. Mal gucken. Truhe öffnen. Was haben wir denn hier? Feuerpfeil und 20 Pfeile und 3 Fische. Gucken wir erstmal wieder vorsichtig. Da hinten ist noch was. Okay. Ein Lager. Ein Lager. Was für ein Lager gibt's denn da? Okay, hier waren wir noch nicht drinne. Lageri und Lagero. Hier versteckt sich niemand auf dem Klo. Hier ist ja kein Klo hier. Ja, okay. Okay. Ja, man weiß nicht bei dieser Zittermusik hier. Ach so, noch mehr Orks. Wie kann es anders sein?
Und noch ein Gobbo da hinten an der Brücke. Und Orks. Ja, super klasse. Und ich habe keinen Gefährten, der mir mal so ein bisschen mithilft. War noch nicht hier an dem Gerbertisch. Gerbertisch, hier an dem aufgespannten Fellen war ich noch nicht. Vielleicht ist hier noch was. Nein, noch nichts. Ah, werden wir erstmal was essen und dann speichern. Das ist wieder so eine ganz diffizile Situation da hinten. Gucken wir, ob wir das auf der Karte irgendwie... Aha, ah, drei Brücken. Vier Brücken. Und da ist da auch noch eine... Da oben ist ja auch noch eine Schatzkarte. Also eine Schatzstelle, auf, bei der ich noch nicht war. Und zwar bei dem Teleport. Auf einer Anhöhe. Könnte denn das sein? Hm? Mhm. War ich hier schon? Ja, da bin ich doch reingesprungen, glaube ich. Ja, genau, richtig. Auf einer Anhöhe war die hier hinter mir. Ich habe wieder was gehört. Was war das? Ach, du liebes bisschen. Ein unsichtbarer Rendergeist. Nicht zu plündern. Ja, so ein Goblin-Krieger. Okay. Naja, hat mir nur auf den Rücken gekloppt. Hier habe ich was vergessen. What's in? Oh, eine Sumpfhals? Oh, jetzt habe ich schon die zweite. Goldbröckchen. Kleiner Lederbeutel. Ich habe die wieder vergessen, aus dem Off-Titel Sachen rauszuholen. Das werde ich jetzt machen. Nachdem ich alles aufge... Wie viel Kleinkram denn noch? Das lohnt sich ja nicht. Außerdem habe ich kaum Armbrustgeschichten. Jetzt speichere ich und dann werde ich nochmal aus dem Off dann, ne? So, Goldbrocken und jede Menge Münzen habe ich ausfindig gemacht. So, wo ist jetzt die Anhöhe mit den... Oh, wieder andere Richtung. Hier links von mir, okay. Was, da oben drauf oder was? Ja. Weil hier ist eine Leiter. Und da ist ja das Portal mit dem Sockel. Ja, dann werden wir doch mal hier hoch gehen. Aus dem Fahren heraus. Hä? What is this? Die sieht aber diffzill aus. Oh. Okay, hier gibt es noch eine Leiter. So, yep. Wobei, ja. Was erwartet uns da? Ah, da ist was. Ja, oh. Das ist aber clever gelöst hier. Erstmal gucken, was wir hier haben. Umgebung. Hm? Okay. Ja, so bin ich. Nicht direkt immer zielstrebig, sondern erstmal untersuchen hier, was wir hier haben. Wir haben nämlich Elixier der Rohstahl, Heilwurzel und Kronstöckel und Morgenstern. Untote vernichten. Ich habe doch Kronstöckel noch gesehen. Da war das jetzt wieder eine Fata Morgana. Das war wohl eine Fata Morgana. Ich habe sie schon genommen. Da ist noch was. Feuerwurzel. Da sind noch ein paar andere. Heilpflanze. Heilpflanze. Jetzt heilen wir. Jetzt kacken wir mal. Hacken. Was gibt's denn? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen mittleren Lederbeutel und eine alte Steintafel. Und hier hängt was runter. Okay. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Außerhalb. Außerhalb noch irgendwas Verstecktes gibt. Kann man überhaupt hoch? Naja, ich glaube nicht. Das ist mir ein zu schmalen Grat. Also schwupps die Rups. Die Truhe haben wir noch nicht. Erstmal speichern. So, Truhe.
Aha. Gut, 87, 42, 39. Was ist denn das für eine Kombination? Yep. So, das war's jetzt, ne? Okay. An der Stelle, dann muss ich hier an der Stelle von dieser Welle mal wieder uns, dass wir uns herunterbegeben. Yep, 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 yep. Also ich konnte mich an eine Version erinnern, wenn ich zum Beispiel alles hier loslasse, dann ist er automatisch runtergeplumpst. Das macht er jetzt nicht. Oh, und da ist der andere Leiter. Die andere Leiter. So, immer noch keine Post, immer noch kein wichtiges Paket gekommen. Naja. Ich kann auch mit dem rechten Springen nichts bewirken, dass ich schneller von der Leiter runterkomme, ne? Ja. Oh. Hm. Okay. Das haben wir. Die da unten haben wir auch. Bis auf die Schlucht da. Ja, das ist da ganz unten. Da hat mir ja, ich glaube, Taris war es, jemand was gesagt. Ach, da hinten ist noch ein Plateau. Da müsste ich einen Verwandlungsspruch nehmen, aber da komme ich später zu. Jetzt sieht es so aus, dass wir doch in die Richtung müssen, wo ich denke, dass es Unkraut gibt. Nein, wo ich... Ne? Vielleicht sollte ich mich mal an diesen Haien mal wieder wagen. Da ist ja noch ein Hai, der so ganz lustigst... Der da so ganz lustigst vor sich hin schwimmelt. Das sind sogar zwei. Mhm. Ja, habe ich doch schon. Was denn das? Was denn das jetzt für eine Intuition, Roland? So. Nein, keine Kräuter. So, einen holen wir uns noch. Ja, heraus. Das bist du. Der andere ist weiter weggeschwommen. Und schnell ist der nicht. Wie machen wir denn das am besten? Ist ein normaler Sumpfhai. Wenn das ein normaler Sumpfhai ist, dann möchte ich nicht wissen, wie der zähe Sumpfhai ist. So. Ich kürze das an der Stelle ab. Yep. Kaputt, Nick. Okay. So, und jetzt? Okay, mal gucken. Dunkelpilz. Dummfall. Okay, haben wir auch geschafft. Natürlich nicht vergessen, was zu essen hier, ne? Was nehmen wir denn mal? Ich habe noch so viele Getränke. Unter dem Namen Mango Bango. So. Der andere Sumpfhai, der ist dort. Feuerwurzel. Ja, er hört sich schon gut an. Doch, die können auch ein bisschen was, die Sumpfhai. Jetzt mal hier in Richtung Mauer drängen. Und das Ganze werde ich dann auch wieder abkürzen, nicht wahr? Knappes Glück wir hatten. So, gibt's denn noch hier was im Gewässer? Ah. Da hinten sind ja die Orkis. Sind ja ganz in der Nähe hier. Weio, weio, weio. Das sind bestimmt auch nicht wenige. So, mal gucken hier. Da können wir ja die Vorhut da erstmal rauslocken. Das heißt also, die Vorhut an hier. Tanzenden Gobos. Ja. Er sieht mich nicht. Doch, jetzt dreht er sich um. Aha. Der Schamane ist am Arsch blind, der Gobbo nicht. Herrlich. Tja. Da ist nichts zu holen. Jo, mal gucken, wie es weitergeht. Wenn ich mal gucke, wer denn so alles da in der Runde sich aufhält. Okay.
Angenommen. So, wenn ich jetzt... Nee, ich kann nicht weiter mit den Cursor-Tasten links, rechts. Kann ich nicht weiter scrollen. Das war nämlich doch... Ah doch, es geht. Ja, ich muss nur nah genug dran sein. Das war nämlich auch ein Tipp vor langer, langer Zeit eines Zuschauers, der mich hier sehr oft, der mir hier sehr oft Kommentare schreibt, nützliche Tipps. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Entweder einer Tares oder In Vino Veritas. Das sind auf jeden Fall. Danke, treue Zuschauer. Stammeskriege. Wie kriege ich die jetzt weg? Große Frage, nächste Frage. Entweder die über die Brücke locken und hoffen, dass die irgendwie hängen bleiben. Oder dass man die einzeln hier rausnehmen kann. Nee, die sind richtig schön in der Gruppe. Das hat man eindeutig gesehen, dass alle hier in der Gruppe... Okay, machst du erstmal ein bisschen was ab. Gucken wir mal weiter. Gehen wir erstmal hier in ein sicheres Gefilde rein. Aber die sind immer noch zu dritt. Okay. Oh. Aha. Da kriege ich dich hier weg. Ich krieg den nicht platt. Okay. Nee, das wird nichts. Was mache ich jetzt bloß? Ich werde die Stammeskrieger einfach nicht los. Nee, das wird nichts. Dann schauen wir mal, ob wir Orks mit dem kleinen Feuersturm mal ein bisschen schwächen können. Nochmal nahe ran, aber nicht zu nahe. Jawohl. Okay, der ist gut geschwächt. Muss ich zusehen, dass ich mal die anderen auch ein bisschen anschwäche, indem ich mal so lustig durch die Gegend renne. Kuckuck. Seid ihr. Gucken, vielleicht können wir den ganzen ein Schnippchen schlagen. Also, bist du auch geschwächt? Kommt hier was rum? Nee. Ho. Okay. Das war knapp. Zum Sumpfgolem. Nee, zäher Sumpfgolem. Gucken wir mal hier. Okay, dann machen wir den kaputt. Ich habe keinen Mana mehr. So ein Mist. Mist, kein Mana. Okay, dann machen wir dich mal erstmal platt. Wo sind die anderen? Crush Agash. So. Mal speichern. Ja, speichere ich jetzt. Nachher spawnen sie weg. Mal gucken hier. Boah, wie langsam er die Klinge ziehen kann. Da ist einer. Stammeskrieger. Heilpflanze. Snapperkraut. So, es waren noch drei hinter mir her, ne? Frage ich mich jetzt, wo der dritte abgeblieben ist. Weil du bist das ja nicht. Oder er hängt hier noch irgendwo. Ah, da ist er. Oh, der hat ja noch volle Energie. Ich habe auch schon ein bisschen was abgekriegt. Das ist dumm. Aber ich hoffe, mit viel Glück und ein bisschen Glück habe ich ihn gekriegt. Habe ich auch gekriegt. Schön. Bisschen was essen, speichern. Ja, ach, da hinten sind auch noch welche. Aber erstmal zurück zur Brücke. Und gucken, was wir hier so haben. Auch noch welche verbergen. Das sieht aus wie wieder so wie so ein Außenposten hier für Orks. Groß. Ach, nur ein Sumpfei. Okay. Mal schauen wir mal. Stecken wir mal ein und gucken mal hier ab. Ah, hier sind wir in der Mitte, ne? Genau, auf diesem Plateauchen, wo sich hier die Brücken versuchen. Verdingsen teilen. Also ein Feuer.
gehen wir denn als erstes hin? Immer hier hin, weil da hinten ist was Interessantes. Uiuiuiui. Wieder sowas lustig komisches. Rückig, lustig. Ah, da ist das noch ein Hai? Nee, ist kein Hai, der ist. Ach, Moment mal, ist das der Ork? Da ist nicht zu holen. Den hab ich nicht. Hab ich den? Ach, das wäre der kaputte, den dritten. Den ich, Moment mal, da ist auch was. Ach, da sind welche. Ah, oh, ist das übel hier an der Stelle. Mal. Ja, das ist eine ganze Latte. Ich sehe 1, 2, 3, 4. 5 wahrscheinlich, ne? Hier ganz vorne. Ne, da grillt was. Ne, ganz rechts ist auch noch einer. Ohoho. Das ist übelst. Das ist übelst. Sprach der Dübelst. Mist. Brauche ich wieder einen Sammelspruch oder einen Kumpel, der mir mal hilft? Ich habe keinen Kumpel. Weiß auch gar nicht, wie ich den in die Welt hier tragen könnte, den Dandolo oder so. Das wüsste ich jetzt nicht. Was haben wir denn hier in der Richtung? Nur so ein paar und ein paar Fliegen da hinten. Ah, hinten ist ein Schleifstein. Oh, war ja. Okay, es hat sich einer gelöst. Okay, der andere geht wieder auf Rückzug. Ah, es sind zwei, die sich gelöst haben. Das heißt also... das ist aber ein kräftiger. Hallo. Na. Ist nicht zu fassen. Hoffentlich kommen jetzt im Kampf nicht noch welche an. Da oben dir. Der läuft noch. Ah! Tja, das wird diffizil. Das wird diffizil. Seid ihr alle in der Gruppe verknüpft oder was? Kann ich hier hochklettern? Probiere ich mal aus. Okay, das geht. Dann hier oben hoch. Mal gucken, ob sie auch hochklettern können. Das können sie leider. Das können sie leider. Kommt zwei Stück. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt sind es drei. Nicht schön. Und einen Spruch jetzt anlegen habe ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Okay, dann müssen wir das mal. Oh, jetzt bleibt es da auch noch richtig schön hängen. Okay, hau ab da! Ich wage es noch einmal. Wir sind ja schließlich schon ein bisschen knapp an der Zeit oder drüber weg. Versuch einfach mal hier nicht direkt anzugreifen, sondern warten, bis mich einer hier sehen mich nicht. Ah, jetzt hat sich einer gelöst. Mal gucken. Einer, nicht nur einer, mehrere. Gucken, wer hier kommt von den beiden. Oha. Nee.
So, noch ein paar Versuchen. Okay, muss ich mir einzeln vorknöpfen. Wenn das denn klappen würde. Die anderen sind irgendwo da hinten. Ich muss ganz schnell was essen. Besser gesagt, trinken. Oh, da kommen schon die nächsten. Ah, nee, klappt leider nicht, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.